Und jetzt in diesem Fall, wie schon in dem anderen Video, ich verweise hier oben auf den Link nochmal zu dem anderen Video, wo ich in horizontale und vertikale Komponenten zerlegt habe. Jetzt mal die Vorgehensweise, was mache ich, wenn ich also verrückte Komponenten habe? Beispiel, eine resultierende ist bekannt. Und Achtung, jetzt auf die Reihenfolge achten. Der Winkel zwischen den beiden Kräften, die irgendwo noch auftreten, in die ich also wirklich zerlegen soll, die ich dann auch berechnen soll, beträgt also von grün nach rot 70 Grad. Dann fange ich erstmal mit der Skizze an und mache daraus dann später ein Kräfteparallelogramm. Und zwar 30 Grad von grün nach rot. Habe ich das jetzt richtig angezeichnet? Ach, verdammt nochmal. Nee, 70 Grad. Nee, ist richtig. Deswegen habe ich. Ich konnte es jetzt nicht lesen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen geschmiert habe. Also, ich fange an, lege meine resultierende erstmal mitten in den Raum. Und zwischen 30 und 70 Grad, ne, sind die beiden Wirkungslinien, die ich erstmal hier unten in dem Punkt anzeichnen muss. Wenn ich die rote und die grüne, die habe ich erstmal dunkelrot, also relativ dunkel und relativ dunkelgrün gemalt. Wenn ich die angetragen habe hier, die könnten auch noch ein bisschen anders liegen, ganz egal. Dann fange ich wieder an mit meiner Parallelverschiebung. Parallel hier rüber verschieben in die Spitze, parallel hier rüber verschieben in die Spitze von FR. Und dann habe ich meine Zeichnung, wenn ich das sauber gemacht habe, habe ich die schon mal soweit fertig. Normalerweise, ich habe hier etwas unterschlagen. Eigentlich steht da noch, dass der Winkel zwischen F grün, ich mache es jetzt mal ohne Farbe, F grün und meiner resultierenden FR, dass der 40 Grad betragen soll. Ohne das käme ich eigentlich gar nicht weiter. Ich hatte das vorhin so angenommen. So, wenn ich das also habe, kann ich erstmal meine Skizze mit den Wirkungslinien machen, die parallel verschieben, haben ein Kräfteparallelogramm. Aus diesem Pipelkram ziehe ich mir aber lieber eine Arbeitsskizze heraus. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und jetzt kann ich schlussfolgern. Jetzt kann ich sagen, warte mal, das sind 40 Grad hier. Okay. Insgesamt sind das, ja, 70 Grad. Warum? Geschnittene Parallelen. Also die blaue schneidet jetzt grün und hellgrün. Also die üblichen Geschichten mit Wechselwinkel und Co. Und was ist dieser Winkel gegenüber diesem? Wenn ich sage, der rutscht hier hoch, wäre es ein. Der rutscht hier hoch, wäre es ein Stufenwinkel. In diesem Fall, was ist es? Einfach drüber nachdenken. Leute, guckt nochmal. Ich glaube, ich habe das dann auch hier in der Playlist gemacht. So, dementsprechend kann ich dann auch sagen, warte mal, ich habe hier einen Winkel. Ich hätte den gleichen Winkel, wenn ich die blaue verlängerte hier. Denkt drüber nach, macht das selber. Ich sage nicht mehr alles vor. Also nochmal notfalls nach den Links gucken. Wir haben uns, glaube ich, um Wechselwinkel und Stufenwinkel und so einen Kram auch gekümmert. Suchfunktionen nutzen, irgendwie kommt ihr dahin. So, oder eben sich grundsätzlich erinnern. Wenn ich dann diese Winkel alle habe, na, dann wird es leicht. Dann kann ich auch sagen, die 30 und die 40 Grad zusammen sind schon mal 70 Grad. Dann bleibt hier ein Winkel von 110 Grad. Innenwinkelsumme im Dreieck, 180 Grad. Ich habe schon 40 und 30 sind 70. 70 plus 110 ist 180. Daher kommt die. Und dann stelle ich den sogenannten Sinussatz auf. Leute, guckt hier hoch. Sinussatz, da geht es direkt. Nicht, also man muss nicht alles von Anfang an gucken, direkt in den Unterricht an die Stelle, wo der Sinussatz nochmal erklärt wird. Und dann stelle ich auf, ich habe es jetzt extra mal verkehrt rum gemacht, weil das ungünstig ist. Nehmen wir an, ich fange an und sage, Sinus von 110 Grad verhält sich zu 20 Kilonewton, wie Sinus von 40 Grad zu F rot. Oh, jetzt steht die gesuchte Größe unter dem Bruchstrich. Da gibt es einen allgemeinen Trick. Stürzen. Stürzen heißt links und rechts den Kehrwert hinschreiben. Und schon kann ich wieder wie üblich arbeiten, denn jetzt steht die gesuchte Größe F rot auf dem Bruchstrich und ich kann weiterlesen. Beim Thema Gleichung lösen nochmal gucken. Stürzen haben wir auch behandelt, also dürfte dann nicht mehr so schwer sein. Umstellen, ausrechnen, Peng. Das gleiche, wenn ich einmal schon diesen, na, Fehler ist es nicht, aber dieses Ungünstige so hingeschrieben habe, schreibe ich es beim nächsten Mal gleich richtig hin. Ich schreibe also gleich die Winkel beziehungsweise die Größen, die ich alle kenne, immer unten hin und die, die gesucht ist, steht dann automatisch auf dem Bruchstrich. So, dann wieder umstellen, ausrechnen, fertig. Hoffentlich habe ich es ausreichend und verständlich erklärt. Ich hoffe doch. Das haben andere schon verstanden, sogar ich. Also, naja, ich wünsche euch, dass ihr es auch verstanden habt. Tschüss.